Das Frühstück ist fertig und damit erstmal guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Und Emily, danke schön fürs Essen. Bitte? Leute, heute steht auf jeden Fall sehr viel auf dem Plan. Denn Leute, die letzten 400-500 Videos, die ihr von mir gesehen habt, waren nicht von mir geschnitten. Die hat unser Cutter geschnitten und Leute, heute kommt er für eine Woche auf Madeira. Und Leute, ich habe super viel mit ihm geplant. Vor allem auch ein Umstyling. Das wird alles übertrieben lustig. Also schaut das Video bis zum Ende. Aber jetzt esse ich erstmal mein Spiegelei. Und der Kakao ist auch schon da. Und Leute, mögt ihr das, wenn der Kakao hier oben so, matschig ist? Und trinkt ihr lieber euren Kakao warm oder kalt? Schreibt es in die Kommentare. Aber jetzt erstmal. Njam, njam, njam. Warte mal, wo ist das Essen hin? Und Leute, im letzten Vlog habe ich gesagt, dass der Gärtner endlich kommt und den Garten macht. Und Leute, tada. Groß an den Gärtner, der immer noch nicht da war. Also wirklich, ehrenloser kann das hier echt nicht aussehen. Okay, Leute, aber das ist kein Problem. Guckt euch mal an, was wir gerade gefunden haben. Guckt euch diesen Karton an. Fällt euch was auf? Nee, Leute, da läuft... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist einfach Spider-Man, Leute. Leute, Emily kommt jetzt und holt das Sprühzeug. Was denkt ihr, wird die Spinne das überleben? Ey, das ist so scary, ne? Und? Go, Emily. Oh mein Gott. 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 Hallo, Spinne? Bist du tot? Ey, Leute, wie kann diese Spinne noch leben? Was ist das für eine Spinne? Meint ihr, wenn ich mich jetzt beißen lasse, dass ich mich in Spider-Man verwandle? Das wäre schon cool, oder? Aber jetzt, Leute, muss ich erstmal eine Lami-Gaming-Aufnahme machen. Also, Leute, bitte, bitte, bitte abonniert meinen Zweitkanal, Lami-Gaming. Dort müssen wir auf jeden Fall auch die 100.000 Abonnenten knacken. Und, Leute, hier kommen natürlich die coolsten Roblox-Videos online. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt mir noch auf Instagram. TikTok und Spotify. Danke. Irgendwann später. Okay, Leute, ich habe mein Video zu Ende aufgenommen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall zum Flughafen fahren. Also, Leute, wir dürfen keine Zeit verlieren. Also rein in den Benz und let's go! Und dann haben wir auch schon den Cutter abgeholt und wir mussten erstmal eine Kleinigkeit essen. Leute, so sah das Ganze aus. Lecker, lecker. Und dann, Leute, waren wir einfach bei dem YouTuber Candy. Wir sind eingebrochen. Und Leute, sein Porsche stand einfach offen. Deswegen haben wir den einfach mal geklaut und sind damit rumgefahren. Dann ist Kennys Essen runtergefallen und das war seine Reaktion. Oh Mann, ist mein Essen runtergefallen. Nächsten Tag. Okay, Leute, heute steht wieder viel an, denn wir müssen auf jeden Fall heute fleißig sein. Das heißt auf jeden Fall, dass wir die ein oder anderen Videos aufnehmen werden. Aber Leute, guckt euch mal an, was ich mir bestellt habe. Und zwar meine Lieblingschips von der Kindheit. Das sind die Pombeer-Chips, die grünen in Ketchup-Style. Aber Leute, was ist das? Die Packung ist einfach schon offen. Was ist das für ein Scam? Leute, das ist auch keine bezahlte Werbung oder so, aber diese Chips, lecker. Und wenn wir einmal in Emilys Zimmer gehen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass hier schon fleißig gearbeitet wird. Der Vlog wird hier auf jeden Fall schon geschnitten vom Cutter. Und ich werde jetzt eine Lami-Gaming-Aufnahme machen. Und Emily, was sagst du dazu? Sui? Sui? Naja, Leute, jetzt erstmal aufnehmen und was ist das denn für einer? Irgendwann später. Dann haben wir erstmal ein bisschen trainiert und Leute, nach dem Training haben wir uns erstmal in der Sonne eine kleine Poolpause gegönnt. So sah das Ganze aus. Und Leute, warum guckt dieser Flamingo so komisch, hä? Okay, Leute, jetzt eine kleine Snackpause. Wir essen jetzt erstmal lecker schmecker Hotdogs. Und Emily, was sagst du dazu? Sui. Okay, Sui, let's go. Und jetzt kommen wir zum besten Teil. Leute, ihr wisst, Emily und ich lieben Katzen über alles. Und wir wollten uns eine Katze holen. Aber vor ein paar Tagen ist auf einmal diese Katze auf unserem Grundstück gespawnt. Und am Anfang war er auch sehr ängstlich und er sah nicht so gut aus. Aber wir haben ihn natürlich gefüttert. Mit gutem Katzenfutter und seitdem kommt er jeden Tag morgens, mittags und abends vorbei und wir geben ihm Futter und ja, jetzt lässt er sich auch streicheln und wir spielen auch mit ihm, also ja Leute, für uns war direkt klar, das ist jetzt unsere neue Katze, deswegen haben wir ihm den Namen Kite gegeben. Also Freunde, schreibt alle ein Herz für Kite in die Kommentare. Nächsten Tag. Guten Morgen Freunde und Leute, ich
frühstücke gerade diese Frucht hier. Das ist eine Drachenfrucht. Aber jetzt müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, warum heißt diese Frucht eigentlich Drachenfrucht? Ich meine, ja, das sieht cool aus, wie so ein Drachenei. Aber heißt es nur deswegen Drachenfrucht? Und Leute, als ich das gestern gegessen habe, war das Innere weiß und jetzt ist es so pink. Leute, wisst ihr warum und könnt ihr mir darüber mehr sagen? Oder habt ihr das überhaupt mal gegessen? Also, ich finde es auf jeden Fall lecker. Aber naja, wie auch immer, Freunde, heute steht auf jeden Fall wieder viel an. Und heute versuche ich auch auf jeden Fall mehr zu vloggen. Ich weiß, Leute, die letzten zwei Tage habe ich irgendwie nicht so viel gevloggt. Aber heute nehme ich euch auf jeden Fall viel mehr mit. Denn heute steht auch das Umstyling von meinem Cutter an. Da müsst ihr auf jeden Fall auch in den Kommentaren bewerten, wie ihr das Umstyling findet. Also bleibt dran. Leute, mein Cutter ist hier auch schon fleißig am Schneiden. Und ich muss jetzt auf jeden Fall aufnehmen. Und Leute, jetzt will Emily mir einfach diese Maske hier aufs Gesicht tun. Hört man das? ASMR? Okay, wartet, Leute, jetzt bekommt ihr ASMR. Okay, alle zuhören jetzt und... Oh, jetzt kommt der coole Teil und... Oh mein Gott, Leute, ist das nicht satisfying? Und jetzt das Letzte, Leute... Oh, übrigens, Leute, wir haben uns zum dritten Mal eine Couch bestellt. Wir haben das hier auch schon so ausgemessen und so. Und zum dritten Mal wird einfach unsere Bestellung storniert. Bruh. Also wirklich, Leute, das mit dem Versand hier auf Madeira ist so eine Sache, das werde ich auf jeden Fall nicht verstehen. Okay, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zur Stadt und dort müssen wir erstmal etwas Kleines essen. Und da machen wir sofort das Umstyling. Let's go, Sui! Angekommen in der Stadt, erstmal bei Burger King gegessen. Leute, das war gar nicht lecker. Dann waren wir aber direkt beim ersten Klamottenladen und da haben wir nur eine Sache gefunden. Deswegen sind wir direkt zu Zara gegangen und da haben wir sehr viel mehr gefunden. Aber ob die Outfits auch gut sind, oh, Leute, bleibt dran, dann seht ihr die Outfits. So viel Geld haben wir auf jeden Fall für die Klamotten ausgegeben. Und dann, Leute, habe ich dieses Einhorn gesehen. Aber nee, da kann ich nicht drauf. Spaß, Leute, Sui! Und am Ende des Tages sind wir zu unserer Lieblingspizzeria gefahren und haben gegessen. Oh mein Gott, ich krieg schon wieder Hunger, wenn ich das sehe. Nächsten Tag. Okay, Leute, jetzt kommen wir endlich zum lang ersehnten Umstyling. Ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben, welches Outfit findet ihr von meinem Cutter am besten? Okay, Leute, nicht wundern, mein Cutter hat jetzt einfach den Affi-Filter. Affi! Und Leute, das ist gerade sein Outfit. Ihr könnt ja schon mal jetzt bewerten, wie ihr sein normales Outfit findet. Und jetzt kommen wir zum allerersten Outfit. Und hier ist es, Freunde. Das allererste Outfit, was ich ihm zusammengestellt habe. Wir haben hier ein weißes T-Shirt mit bisschen blauen Farben und einem sehr, sehr freshen Design auf dem Rücken. Und dann haben wir auf jeden Fall noch eine ganz normale Jeans. Die ist hier unten so ein bisschen auf den Schuhen drauf. Also Leute, das wäre das erste Outfit. Das Ganze können wir aber noch einmal mit einer schwarzen Hose anziehen. Und Leute, ich finde, das sieht auf jeden Fall schon ein bisschen fresher aus. Also Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, meine Lieblingshose bei ihm. Aber Leute, diese Hose können wir auf jeden Fall noch mit einem anderen Oberteil kombinieren. Und zwar... mit diesem grünen Hemd, Leute. Ich muss wirklich sagen, das finde ich auch sehr, sehr fresh. Leute, ich muss wirklich sagen, das Grün gefällt mir sehr gut. Vor allem passt es auch top mit der schwarzen Hose zusammen. Also Leute, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das fresher finde oder das mit dem T-Shirt. Aber Leute, das Ganze muss ja nicht ich bewerten, sondern ihr. Und wir sind natürlich noch nicht fertig. Denn Leute, ich dachte mir, dieses Hemd kann man nicht nur mit einer Jeans kombinieren, sondern auch mit einer kurzen schwarzen Hose. Und Leute, ich glaube, da kann man auch nichts falsch machen. Also Leute, ich glaube, für den Sommer ist das wirklich ein sehr, sehr starkes Outfit. Aber Freunde, die schwarze Hose kann man nicht nur mit diesem grünen Hemd kombinieren, sondern
sondern mit einem schwarzen clean T-Shirt. Leute, da kann man auch überhaupt nichts falsch machen. Aber Leute, ich würde trotzdem sagen, da fehlt noch was, denn da könnte noch Schmuck hin, wie zum Beispiel eine Uhr oder hier so ein Armband und hier noch so eine Kette und vielleicht noch sogar eine Bauchtasche und das würde dann ungefähr so aussehen. Und Leute, ich muss wirklich sagen, er wird immer fresher, oder? Eine Uhr, Bauchtasche und Kette, Freunde. Und Leute, das ganze Outfit haben wir dann noch einmal in beige, Leute. Und ich muss auch hier sagen, das sieht auch sehr, sehr fresh aus. Aber Leute, jetzt seid ihr an der Reihe. Welches Outfit hat euch von Affi, vom Cutter, am meisten gefallen? Schreibt es jetzt unten in die Kommentare rein. Bewerte die ganzen Outfits auf jeden Fall von 1 bis 10. Aber Freunde, ich glaube, wir haben einen guten Job geleistet. Wir haben den Cutter auf jeden Fall fresh gemacht. Und Leute, wenn ihr Lust habt, dass ich mal ein Umstyling mit Emily mache, dann müsst ihr auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da lassen. Also Leute, ich sag's euch, lasst einen Daumen nach oben da, wirklich. Dann wird Emily fresh aussehen. Lavi, willst du etwa sagen, dass ich nicht fresh aussehe? Nein. Naja, Leute, das ist auf jeden Fall mit dem kompletten Umstyling. Außerdem, Leute, habe ich jetzt hier so ein Stativ, also so ein Gimbal. Das heißt, die nächsten Aufnahmen werden auf jeden Fall viel, viel cooler. Außerdem kaufe ich mir noch so ein kleines Mikrofon, was eine richtig gute Qualität hat. Das heißt, die Audioqualität in den Vlogs wird auch immer besser. Also ja, Leute, ich hoffe mal, dass euch die Vlogs gefallen. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Vlogs noch viel, viel coolere Sachen machen. Leute, ihr wisst, wir wohnen auf einer Insel. Wir können hier super viele Sachen machen, wie zum Beispiel Fallschirmspringen, Jetski fahren oder auch mit einem Quad rumfahren. Also schreibt in die Kommentare, was wir auf Madeira machen sollen. Wir werden alles für euch mitvloggen und das alles dann in guter Qualität. Leute, es kann sein, dass der Vlog ein bisschen zu kurz ist. Das liegt daran, dass ich einfach diese Woche nicht so viel mitgevloggt habe. Aber Leute, was im nächsten Vlog passiert, das wird sehr, sehr krass. Ich kann ja schon mal einen kleinen Spoiler geben, denn Leute, wenn alles klappt, dann kommt nächste Woche ein neuer Song. Den Song müssen wir auch noch zu Ende aufnehmen und das Musikvideo müssen wir auch noch machen. Und bei den ganzen Sachen werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, ich werde alles mitvloggen. Außerdem werden wir ein, zwei coole Orte besuchen. Also das wird auch sehr, sehr spannend. Also Leute, wie gesagt, ich versuche ja jetzt jede Woche einen Vlog rauszuhauen. Also sorry nochmal, falls dieser Vlog ein bisschen zu kurz ist. Leute, versprochen, ich werde auf jeden Fall ein Vlog-Profi und dann werden die Vlogs auch immer länger. Ich muss mich halt noch an den ganzen Kram hier gewöhnen, aber so langsam komme ich rein, oder? Und falls ihr euch fragt, welcher Song nächste Woche rauskommt, Leute, vielleicht kennen ein paar den Song von euch schon. Und zwar geht er so: Oh mein BBB, ich hab dich für immer lieb, ja c'est la vie, vie, vie. Ich hol dich ab in dem Jeep, oh nein, nein, nie, nie, nie. Leute, falls euch der Vlog gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen dicken Daumen nach oben freuen. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Egal ob Vlogs, Gaming-Videos, Musikvideos, was auch immer. Hier auf der Seite könnt ihr nochmal alle Musikvideos von mir abchecken. Und hier seht ihr den letzten Vlog. Also checkt die beiden Videos ab. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Und ciao!